Willkommen zurück bei MyFunko Live. Heute bin ich beim Stand von Huawei und die haben mir gestern schon einiges erklärt zum Nova 2. Funko Live IFA 2017. Worum handelt es sich denn da? Das Nova 2 ist ein Mittelklasse-Modell im 400-Euro-Bereich und es bietet zum Beispiel ein paar nette Features wie zum Beispiel eine Dual-Kamera oder erstmalig auch eine 20-Megapixel-Selfie-Kamera. Wir haben auch bei der Präsentation schon gesehen, dass ein neuer Prozessor vorgestellt wurde. Das wäre der Kirin 970. Was gibt es denn dazu zu sagen? Ja, mit dem Kirin 970 wollen wir ein neues Zeitalter der Prozessoren oder beziehungsweise der System-on-a-Chip-Systeme einläuten. Und zwar erstmalig ist jetzt auch künstliche Intelligenz integriert. Beispielsweise erkennt man das in der Bilderkennung. Die ganze Bildergalerie wird durchsucht und Objekte werden direkt erkannt und dann auch zugeordnet. Wie funktioniert das? Könnten Sie darauf genauer eingehen oder warum ist der Kirin 970 besser als ein anderer Prozessor? Natürlich, wie bei vielen anderen Prozessoren, ist es so, dass der nächst bessere leistungssteigernd ist, also er funktioniert schneller und wir haben Algorithmen eingebaut, wie zum Beispiel eben bei der Bilderkennung. Die Objekte arbeiten dann eben zusammen im gesamten System on a Chip und wenn jetzt zum Beispiel zwei Objekte, eine Blumenvase und eine Person auf dem Bild sind, wird das auch getrennt voneinander und unten sieht man auch bei uns auf dem Stand die Installation des Ganzen und wie das auch funktioniert. Als letztes hatten wir dann noch das Talkband 3, so wenn ich das richtig fatte. Nicht ganz, das Band 2 Pro, ja. Band 2 Pro. Was hat es denn damit auf sich? Was soll das darstellen? Das Band 2 Pro, ich habe es auch hier am Arm, ist ein Fitness-Tracker, der aktuell verfügbar ist für 99 Euro und auch schon auf dem Markt. Integriert sind GPS-Sensor, Schlaftracking oder auch Atemübungen beispielsweise. Zudem darüber hinaus ist auch ein GPS, ein Pulsmesser mit dabei, der eben regelmäßig den Puls misst, bei Aktivität natürlich dann kontinuierlich, ansonsten im 10-Minuten-Rhythmus. Den gibt es aktuell, wenn man das Nova 2 zum Beispiel erwirbt, auch kostenlos mit dazu bis zum 17. September. Aber man kann es natürlich auch komplett frei und selbstständig erwerben. Nochmal auf das Nova 2 zurückzukommen. Bei dem Gerät, welche anderen Eigenschaften hat dieses Gerät, weswegen man es kaufen sollte, außer wegen der Kamera? Genau, neben der 20-Megapixel-Selfie-Kamera geht es auch um die Software, die wir mit integriert haben. Also man hat einen speziellen Porträtmodus, der eine gewisse Unschärfe um einen herum gestaltet, sodass man ein besseres Porträt gestalten kann, beziehungsweise das für Gesicht auch im Vordergrund ist. Darüber hinaus hat es einen Metallkörper, einen Vollmetallkörper, das das ganze Handy sehr elegant macht und auch robust. Ein Fingerabdrucksensor, mit dem man das Gerät entsperren kann oder auch diverse Sachen aufrufen kann, wie die Menüleiste oder durch Fotos scrollen kann. Das klingt ziemlich interessant, heißt aber dann, dass Huawei ziemlich stolz auf die Emotion UI Oberfläche ist oder MUI jetzt. Was hat die denn für Funktionen für jemanden, der jetzt nicht ungefähr die Software auswendig kennt? Also was sind so die Hauptfunktionen, die die Emotion UI oder MUI Oberfläche von anderen Herstellern bzw. von Stock Android unterscheidet? Ja, wir gehen einen langen Weg mit Emotion UI. Es ist jetzt auch schon Version 5.1 und es gibt ein paar Vorteile, die wir eben haben, beispielsweise die Knuckle-Gesten. Also man kann einfach einen Screenshot machen, indem man mit dem Fingerknöchel zweimal draufklopft oder einen geteilten Bildschirm, sodass man zwei Programme, wenn es unterstützt wird, zeitgleich nutzen kann. Das macht gerade dann Sinn, wenn man vielleicht irgendwas nachlesen muss und eingeben an der anderen Stelle. Darüber hinaus legen wir sehr viel Wert auf Einfachheit, dass alles schnell zu finden ist, dass man Einstellungen schnell machen kann und genau das unterscheidet uns eben von Stock Android oder anderen Android-Systemen. Okay, dann würde ich das hier schon beenden und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag auf der IFA. Ja, vielen Dank für den Besuch und ebenfalls noch eine schöne IFA. Dankeschön, tschüss. Für weitere Videos von MyFunko Live kannst du diesen Kanal kostenfrei abonnieren. Mehr zur IFA findest du auf diesem Kanal.